Und damit Servus Freunde der Sonne und willkommen zurück hier bei Dark Abfuck 2 Scholar of the Leck mich am Arsch. Es geht wieder los. Ich glaube, bei dem Namen bleiben wir jetzt, oder? Ich finde gut, oder? Ach ja, Gary ist übrigens auch da. Moin. Läuft. Ich glaube. Sorg mal dafür, dass der Typ hier nicht mehr so Arsch zu uns ist. Wir werden, glaube ich, jetzt wieder einen Boss versuchen. Zumindest versuchen. Wir müssen erstmal hinkommen, Payne. Das wird noch schön. Ja, stimmt, das ist ja und so weit ist es zum Glück gar nicht. Mit viel Weg verbunden. Na, guck mal, wie hier runtergejumpt kommt, der Arsch. Der ist ganz schön eager, ne? Der fiesen Map, ey. Der hat's wirklich nötig. Der hat's wirklich nötig. Aber dafür können wir den anderen wieder versenken. Normalerweise standen da übrigens zwei von den Eisentypen drauf. Von den Turtles. So viel dazu. Das haben sie voll versaut, die schöne Stelle. Naja, schön, die Stelle ist relativ. Aua, 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 aua. Ne, ich fand das schön, dass man sie töten kann, einfach so. Ach so, das meinst du. Ja, okay, das stimmt allerdings. Nicht über den Knopf. Wenn der über den Knopf rennt, dann haben wir auch ein Problem, ne, glaube ich. Aua, uah, man kriegt von hinten wieder einen rein. Ich wollte gerade wegrollen. Hab ich deswegen schon? Okay, sie können den Knopf nicht auslösen, ist gut. Noch was für mich? Nämlich Stein mit 9 Ironclad Leggings, die man nicht gebrauchen kann. Der Pfeil ging aber haarscharf an dir vorbei. Ja. Wow. Was hat das erfeuert? Alter. Hui! I like it. Wie langsam diese Steine doch heilen, ey. Hui! Ja, extrem langsam. Hier fehlt übrigens einer. Wo ist denn der eine hin? Achso, der ist uns schon unten entgegengesprungen wahrscheinlich. Ich kann den nicht parieren, goddammit. Weil das war ein perfekter Parry, Leute. Habt ihr gesehen, ne? Keine Ahnung, hab ich nicht gesehen. Aua, 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 aua. Stand so weit weg. Lass mich in Ruhe. Vieh. Ironclad Armor, ich will dir ihre Armor nicht. Ich hab nicht mehr bei den Drop-Helmet noch an, ne? Den verbesserten. So, der eine kommt gleich mit verbessertem Drop. Gleich wieder hochgerannt, genau. Kotzbrocken. Während der andere hinter uns runterspringt. So, aber jetzt haben wir uns auch wieder ein bisschen besser eingespielt, dann läuft ja doch alles ein bisschen. Sind wir ein bisschen warm geworden für mich? Bis zum nächsten Mal. Wir sind warm geworden. Au! Ja, ich wollte wegrollen, aber er macht's nicht. Sie macht's nicht, sie. Was war das denn jetzt? Bist gerade einfach mal umgefallen? Ich sag ja, wegrollen und die Trolle hat einfach keinen Bock, lass mich hier weg. Wie du gerade einfach umgefallen bist. Ja, stell dich mir in den Weg, wärst einfach stehen geblieben, wäre ich vorbeigekommen. Das Komische war, du bist irgendwie gerade einfach umgefallen. Das war irgendwie total strange. Ach so, nee, er hat mich gesmashed. Hulk Smash. Ja, die sind nämlich gar nichts, die Typen. So, und jetzt bleib hier. Ich sag dir, wenn du weit von wieder kommen kannst. Schau dir mal eine Geobung an. Ich wollte gerade sagen, ich mach hier ein bisschen so. Oh, ja, ich will den jetzt in diese scheiß Guillotine locken und wenn du mir wieder im Weg stehst. Lava. Uah. Da wäre der Tod von Pain fast wieder in die Lava gefallen. Komm. Noch ein Stückchen, bevor das Ding runterkommt, bitte. Ah, aber es hat ihn noch erwischt. Haha, weil er ja noch unbedingt schlagen musste, der Tricksack. So, du darfst. Man kommt sich vor wie das fünfte Rad am Wagen. Tja, Pain, wie kann das nur sein? Vorsicht, wenn du an die Stacheln kommst, das tut weh. Komisch, dass man das... Ah, ich hab vergessen. Dein Dreckstück. Oh nein, das wollte ich nicht. Das eigentlich hätte ich in beiden Händen. Okay. Natürlich musste ich dir noch abbekommen, ne? Es ist einfach die wunderschönste Sache hier. Das sah irgendwie interessant aus. Wenn du zu mir gekommen wärst, hätte ich dich mitgeheilt, aber ist okay. Du musst vorher sowas ankündigen? Der Boss wird jetzt schwierig. Echt? Hey, der Boss wird jetzt schwierig, weil wir haben nur eine kleine Plattform, die ungefähr so groß ist wie dieser Abschnitt hier. Und er wird so ein... Was er macht, ich sag dir ganz kurz, was er macht. Einmal macht er so einen Feuerstrahl von einer Seite auf die andere. Je nachdem, wo wir stehen, fängt er an. Das ist sehr tödlich teilweise. Und dann macht er so einen Todesstrahl, wenn er seine Hand vor sich hält. Und dann, blendet er dich einfach weg. Okay. Es gibt hinten rechts so eine Ecke, in der man sich verstecken kann. Aber da wir zu zweit sind, wird das wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Ich habe keine großen Hoffnungen, Leute. Ihr hoffentlich auch nicht, denn das wird ein Fail. Viel Spaß. Aber immerhin mit Ankündigung ist so gut, ey. Ja. Das schauen wir uns jetzt aber an, so, weil ich will. Ja. Dum, dum, dum. Und es sieht so schlecht aus, diese Lava. Was für ein unglaublich hässlicher Kerl er doch ist.
Wer hat den eigentlich zum König gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war keine demokratische Entscheidung. Irgendwie nicht, ne? Keine elected Monarchy. Ah. Siehst du, da hat jemand nicht ordentlich seine Kinder gekillt. Crusader Kings Reference, oh, muss man wissen. Insider, ich würde so. Würd gern kommen, aber... Paint, don't. Ja. Don't say that. Uh-oh. Oh, I will die. Oh nein, ich doch nicht, sondern du. Oh nein, oh nein. Wie will man, wie oh, jetzt man, hat er seine Hand geschwungen, der sagt. Achtung, andere Hand. Auf die Hand zum Beispiel. Oder wenn er halt spuckt, dann kann man ihn auch angreifen. Oh, guck mal, wir machen gut Schaden. Oh, gut, das war diesmal deine Richtung. So. Wow, wir haben halb down. Das ist saugut. Der hat keine zwei Phasen, meine ich. Man weiß es nicht genau. Vorsicht, man kann hier ganz leicht in die Lava fallen und auch von ihm reingedrückt werden. Oh oh, jetzt habe ich ein Problem. Oh, ich kriege ihn nicht ins Face gehauen. Was macht oh nein, jetzt wird's eklig. Was macht der denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was das war, das kannte ich nicht. Ich habe Ahang! Oh nein, Todeshand, Todeshand des Todes. Todeshand des okay. Todes. Okay. Oh, wie ich nicht getroffen habe, ey. Wow, fuck! Mhm. Oh, das war cool, der ist auf dich gegangen. Ah, guck mal, wie schön Schaden wir ihm diesmal machen, ne? Guck mal, ja, plötzlich läuft es. Richtig gut, oder? Oh, ich glaube, jetzt sind wir tot. Oh, Kacke. Nein. Sterb mir bloß nicht weg. Sterb mir bloß nicht weg. Kannst mich ja mal heilen. Oh nein. Feuerangriff. Oh nein. Oh, ich hoffe, der geht nicht so weit. Dankeschön. Au, da hat er mich erwischt. Oh nein, ich bin in der Lava. Da geht er hin. Da ist er hin. Da ist er hin. First try, Leute. Geil. Das war sehr schön. Guck mal, der war viel einfacher als der Schmelzer. Viel einfacher. Definitiv, definitiv. Das übrigens mit der Ecke da hinten ist ein sehr guter Tipp, muss ich sagen. Ja, kann nur sein, dass er seinen Strahl macht und der geht durch die Ecke durch. Haha, und dann fliegst du nämlich die Lava. Das habe ich getestet. Okay. Mhm. Ist voll geil. Aber ich habe eine Great Soul, yay. Und jetzt verschwinde ich, weil Pain ist Arsch. Hahaha. Setz mich jetzt ab damit. Ich setz mich jetzt ab mit der Seele. Tschüss. Dip. Außerdem habe ich 51.000 Seelen. Wann haben wir eigentlich angefangen gelaufen? Gefarmt. Ich habe Minuten ungefähr, ne? Meine ich? 17 Minuten noch. 17 Minuten ist noch. Ja, ungefähr sowas. Mehr als 5 Minuten, es waren 8 Minuten. Ja, ja. Läuft. Hier geht's übrigens ins erste DLC-Gebiet. Ne, ins zweite DLC-Gebiet. Du, das können die Leute nicht sehen. Könnte man jetzt schon rein. Kann ich gerade aufnehmen. Ja, aber ich sag dir es nur. Ich sag dir das nur zu deiner Information, weil die Leute wissen das alle. Die haben doch wahrscheinlich alles schon dreimal durchgespielt. Aber die Information hier... Iron Key Bonfire, endlich mal wieder ein... Was? Ach so. Oh, das kann man auf der Karte sehen, ne? Wenn man da ins Herrenhaus reingeht, in Majula. Ja. Cool. Ja. Ja, ja. So. Jedes Mal, wenn du eins der Feuer anmachst. Und sogar darüber hinaus, glaube ich. Das ist ganz komisch. Dann, werde ich jetzt erstmal ein paar Seelen investieren, ganz schnell. Ich ja, bin mach das fast, mal. Ich bin gleich fertig. Dann gehe ich halt schnell zurück. Nehme noch ein Level oder so. Was? Oder vielleicht zwei. Was nehme ich denn, ist die Frage. Ich werde, glaube ich, mal so ein bisschen verstärkt in Belastung und Anpassung vielleicht mal gehen. Ich könnte jetzt Stranglake Sword benutzen, aber das reicht mir nicht. Dann nehmen wir noch ein bisschen Vita. Vita ist cool. Ich habe übrigens mir jetzt den Eingang da unten hin geholt. Ne, wir nehmen einen Stärker. Ins Loch. Oh, sehr schön. Ich hab das Leuchtfeuer zum Loch geholt und jetzt passt das. Oh, schnell noch eine Seele ploppen, dann ist das so. Ich muss nicht mal einen Estus nehmen, ne? Ich bin dir perfekt ausgewichen. Bis auf einmal. Die Attacke hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich der am besten ausweiche. Und weil manchmal hat er die Hand einfach in deine Richtung ausgestreckt und hat das war gut, dich damit töten wollen, nicht mich. Und das war super. War richtig genial. Ach, du hast das Leuchtfeuer noch nicht, ne? Ja gut, dann müssen wir bei dir auch nochmal aus der Iron Hearth Hall gehen. Wir haben bei ihm das Leuchtfeuer noch nicht geholt. Was? Oh, fuck, es fehlt noch... Ey, willst du mich jetzt verarschen? Also, ich bin ready. Ich glaube, ich auch gleich. Oh, Mann. Oh, Gott. Ah, ist okay. I hate those guys. Ich glaube, ich spiele gleich zum Üben nochmal ein bisschen... Lords of the Fallen oder sowas, um Ausweichen zu trainieren, ja, genau. Weil das ist ja die Hölle hier. Die Frage ist nur, ich weiß nicht, ob man, das so eins zu eins ummünzen kann. Also Lords of the Fallen lernt man auf jeden Fall ausweichen. Und es ist auch ziemlich einfach. Es ist einfacher als hier das Ausweichen, weil das alles gewichtiger ist. Die Gegner sind
manche Gegner sind sehr schnell, aber im Regelfall sind sie, zumindest was ich bisher gesehen habe, nicht schnell. Nicht ja, wirklich, gut, nicht wirklich so schnell, ja, wie man es hier gewohnt ist. Trotz fetter Rüstung und mit einem Kriegshammer, der größer ist als ich selbst, was einfach nur albern ist. Ich wünschte mir das bei Dark Souls echt, dass wirklich man ein bisschen besseres Gefühl auch für das eigene und für das gegnerische Gewicht genau. hat. Also das Gewicht das der Waffen zum Beispiel. Finde ich so. Halt auch toller. So, ich bin jetzt so wieder schnell, am Eisenschloss. Wie die Großhammer schwingen, das ist einfach albern. Ja, ich hab's gelegt, das Zeichen gerade. Ist die Frage, wo jetzt der Aktualisierungspunkt ist? Nur 3 Tokens, das ist nicht viel. Der ist nicht weit draußen. Einfach nur den Typen vor der Tür platt machen, ist gut. Ja, ich werde beschworen, cool. Aber nicht von mir. Ich hoffe, das warst du. Nein, das war ich nicht. Ja, großartig. Läuft. Ja, sondern von die Sternchen, 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 Pack. Ne, Pekack. Achso, bei mir war es vorhin Sternchen, 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 Lin. Wahrscheinlich kennt die sich. Ja, ich springe einfach in den Tod. Hallo? Ich warte dabei, ich genieße mich die Aussicht. Ich laufe ein bisschen von A nach B. Guck mir kurz hier das Battlefield nochmal an. Nein, das Gefecht. Weil jeder Napp einen beschwören kann. Das ist so doof. So, ich leg wieder. Das Leuchtfeuer. Ja. Ich hab wieder gelegt. Läufst wie ein Idiot ums Leuchtfeuer, also könntest auch natürlich. Wie ein normaler Mensch ums Leuchtfeuer laufen. Aber hier schön Regentanz, weißt du? Oh, ich hab den. Wie ich den Katzenring noch drin hab, ne? Ich laufe mit Katzenring rum, ich krieg's nicht auf. Ich krieg's nicht da! Auf. Hallo! Nee, Wim. Wim will ich nicht. Wim. Kein Winamp? Nee, was war Wim? Ach, Wim war doch. Ah, Wim war, ist doch der Editor, den ich benutze. Ja, nur dass der Wim. Editor. Nur dass der Wim mit W geschrieben wird. Also den ich hätte das ist lame. Aber dein Zeichen liegt ja leider nicht. Was ich cool finde, es gibt jetzt wieder einen Charity-Stream. Doch mein Zeichen müsste jetzt da liegen. Was es gibt wieder einen Charity-Stream von Enter Elysium und Avak und so weiter. Und Stijo ist auch dabei und so ein paar amerikanische Let's Player, die ziemlich cool sind. Und da hat, also bei Shadowrun, also es ist ein Shadowrun-Stream. Cool. Und da gibt's ja diese Technomancer, ne? Ach, spielen die hier? Also so Technomagier im Grunde. Ja, das ist voll geil. Cool. Da haben die vorher auch schon D&D gespielt. Aber das haben sie jetzt leider aufgeben müssen, weil ein paar Leute nicht mehr mitmachen konnten und haben jetzt dann auf Shadowrun umgestiegen. Und halt bei Shadowrun gibt's halt diese Technomancer, also diese Technomagier in Anführungszeichen. Und da hat's, also Avak spielt den und der hat sich dann Sudo genannt, das fand ich geil. Das ist cool. Das fand ich super. Hat er gesagt, dass der Name braucht doch keine Erklärung, oder? Ich meine, so zumindest für die Leute, die ich auch, Linux nutzen. Ja, eben. Super User Do heißt das in dem Falle. Und du musst ein bisschen schneller sein, Pain, ansonsten haut er das Ding da runter. Oder mich. Ich habe immer noch so ein bisschen Schiss vor diesen beschissenen Turtles, vor allen Dingen auf dieser schmalen Brückengedönseteil-Gerät-Ding. Was du nicht wirklich haben musst, ehrlich gesagt. Man kann den ziemlich gut ausweichen, wenn man einfach nur rückwärts rollt. Das ist sehr angenehm. Du musst hier den Hebel betätigen. Nee, ich kann auch. Achso, da rein kann ich ja nicht, ne? Das hat's ja schon versucht, oder? Du kannst aber schon mal aufmachen. Du kannst ja den Dings reinsetzen. Fahr raus. Au, natürlich musstest du mir den Pfeil ins Gesicht hauen, du Penner. Genau, das habt ihr alles schon gesehen, aber so ist das halt together, ja, ne? Nützt jeder ja nichts, das, ne? Wir wollen beide gemacht haben. Wobei öfter mal was Neues, also. Kommt nur der es passiert ja dann doch hin und wieder auch. Absurditäten bei dem einen und Absurditäten bei dem anderen. Okay, hab sie beide gekillt. Oh nein, das ist ja noch einer. Hallo! Ich bin so begeistert, wie du das machst. Ja, ich sag ja, im Grunde sind die alle nur Naps. Die können alle gar nichts. Aber es sind 5000 davon. Deshalb sind die Arsch. Geh ruhig weiter, ich mach hier den. So. Aber hier kannst du dann gleich noch was einsammeln. So, dann komme ich schon wieder zurück. Ups. Ja, Vorsicht, dann kommt nur der Typ und ballert auf dich. Ah, schade, den hat das Feuer nicht erwischt, den Turtle Man. Wow, Turtle Man. Du musst aufpassen, dass du hier nicht runtergestoßen wirst. Oh ja, musst du generell. Wow.
So wie ich gerade, aber er hat mich zum Glück gerade geschleudert. Das war sehr geil. Dankeschön dafür. Und fällt selber in den Tod. Ist okay, cool. Selbstmord, auch unter Dark Souls Gegnern, nicht selten gesehen. Ja genau, und drückt mir noch einen Pfeil ins Gesicht. Da war noch ein Pfeil, der mich im Rücken getroffen hat. Weil gemein. Sag, du fällst nicht runter. Ja, ich versuche mich zurückzuhalten. Weil gemein. Weil gemein, Leute. Klosteramulett. Okay. You bad meaty. You meaty. Wir können auch wieder oben rumgehen, weil da warst du noch nicht. Ach so. Und dann, sofern du überlebst, hier runterspringen. Und dann kommen wir auch hier an. Ich folge dir einfach mal auf dem Fuß. Wird trotzdem ein bisschen ekliger, aber oh ja. Tja, als ob diese ganze Gegend nicht ekelhaft ist. Doch, die ist eigentlich noch ziemlich nett. Ich mag sie nur vom Design nicht so sehr. Oh, der dritte DLC, ne? Ich hätte so gern mehr Gebiete gehabt wie der dritte DLC. Kommst du? Hier ist übrigens Wasser, damit kann man sich ein bisschen immun machen gegen Feuer. Schaden, aber hier ist eh kein Feuerschaden, also außer das, was hier so von den Wänden sprattelt. Ja, genau. Und das schalten wir eh gleich aus. Burn, burn, burn. Ich fange jetzt nicht weiter an zu singen. Mhm. Wenn du Englisch kannst, kannst du. Denn jeder kennt den Text. With the thing of fire. Ach ja, da kommt Oliver wieder. Oh, der Schmalspur-Lektor. Der Schmalspur-Lektor. Ja. Hallo Olli, na? Wie ist das Wetter bei dir? Du Drecksstück. Auch den hab ich aber gehabt, Manu. Achso, du wolltest auch gerade. Jeder darf mal. Wie ich halt die ganze Zeit die Wand anhau wie so ein Napp. Ja, da ist auch. Er hin. Deswegen, wenn du das Greatsword hast, hast du einen Überkopfangriff. Der macht geradezu zu dir hin nur einen Schwung. Und damit schlägst du nicht mehr gegen die Wand. Hier, die ist safe. Helm des Minotaurus und... Du hast einen Helm des Minotaurus bekommen? Wie gemein. Ja. Hab ich nicht. Was ist eigentlich das da unten für eine Kiste? War nicht nett. Achso, die können wir noch nicht holen. Die kriegst du noch, aber da musst du durch das, was du eben geöffnet hast mit dem Pharos. Ah, okay. Den musst du nicht anmachen, da kannst du dir sparen. Du hast eh weniger als ich, komischerweise. Na, ich habe jetzt noch 3, glaube ich. Der ist ja nur zum Heilen. Ja, aber der ist ja nur zum Heilen, brauchst du ja nicht. Oh, okay, bitte beschütz mich. Bitte beschütz mich? Ja, bitte. Weil die tun mir gerade ziemlich weh. Aber die haben es zumindest vor. Au, oh, natürlich muss. Was denn? Er sagt, ist noch soll ich Ruhe, mach die auf. Er sagt, ich soll dich beschützen. Ja, aber ich hatte den doch schon und dann hat der Typ mich noch getroffen. Das war voll gemein. Es tut mir leid. Oh, die Danitscherben, schön. Hat aber lange gedauert. Jetzt kannst du einfach hier runterspringen. Und dann kommen wir dort an, wo wir eben eh schon hätten gewesen wären. Ja, die wollte ich nämlich noch zukommen lassen, weil du ein Stärkebild hast. Und ich mir noch nicht sicher bin, ob ich wirklich einen mache, Leute, aber mal gucken, wahrscheinlich. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit meinem Bastardschwert, also weiß ich nicht. Ah, Gott, ja, Gott. Ich will das Greatsword haben. Ja, pass auf, wenn du hier richtig runterfällst, hast du ein Problem. Scheiße, wie kommen wir jetzt nochmal weiter? Ich hab keine Ahnung. Das war vorher besser ersichtlich. Ich glaube, man muss hier reinspringen, aber aufpassen, dass man nicht in dem Pott landet, weil sonst... Ja genau, wie soll das denn funktionieren jetzt? Ja, pass auf, ich zeig's dir. Ja, hier genau. Liegt da noch was für dich. Das Dumme ist, hier sind zwei Gegner, das heißt, ich werde die schnelle Route nehmen, nämlich die Tschüssi-Route. Ups! That hurt. Haha, komm mir ruhig hinterher gesprungen. Nicht du, sondern der Typ. Der Typ will nicht. Aua, hinter mir! Der goldene Schlangenring. Oh, den gibt's hier. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht mehr. Oder vielleicht ist jetzt noch ein anderer. Also, vielleicht lag hier vorher was anderes. Ich glaube nicht, der lag nichts wichtig. Das macht ja richtig Schaden. Ja, wie hast du es mit ohne Fest? Oh, ja, pass auf. Wenn der Typ von. Hast du den Typen schon gekillt oben? Keine Ahnung, da stand niemand mehr. Ja, okay. Dann hat er sich wahrscheinlich selber gekillt. Okay. Soll ich das jetzt wieder machen? Ja, du. Kannst du so gut. Ich warte wieder wie so ein Vollidiot dabei in der Ecke. Kannst du halt so gut. Da, 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 da. Ja, wir Ossis, wir wissen, wie man sich anstellt. Ja, genau. Mehrdeutig, ne? Mehrdeutig. Hey, Freund, ja? Komm, put, 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 komm, put, 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 put. Ich darf hier selber nicht sterben, das wäre jetzt peinlich.
Oh, sehr schön. Das lief ja richtig gut, ey. Skillage. Skillage. Und jetzt da durch. So, wie war das? Ja, genau. Such die Leiter, ne? So war das. Ja, die ist links. Die ist links vorne. Ich habe die am Anfang auch nicht gesehen in meinem Let's Play. Ist doch total blöd. Und dann musste ich über den langen Weg laufen zum blöden Eisenfutzel. Das war so gemein. Deswegen lohnt es sich halt, sich wirklich gut umzuschauen. Dieses Spiel. Hier ist noch ein Leuchtfeuer. Gott! Und hier kann man das Feuer ausmachen. Das ist auch sehr angenehm. Ich wäre beinahe ins Feuer gerannt, wie so ein Vollidiot. Warum ja auch nicht? Kann ich den Hebel betätigen? Wahrscheinlich nicht. Ich darf den Hebel nicht betätigen, finde ich gemein. Außerdem sind wir gerade im Kopf der Kuh, ne? Achso. Im Kopf der eisernen Kuh. Klasse. Sieht man das irgendwo? Sollte sich vielleicht mal heilen, Chef. Ja, du siehst, stehst gerade in den im Schädel, also da sind die Augen. Und ja, die Kuh sehen wir, wenn wir jetzt runtergehen wieder und dann zum Eisenkönig. Voll die Klüsen. Ich muss mich erstmal komischerweise kurz unglaublich gut funktioniert hat. Ja, beschrei es nur nicht, den müssen wir noch ein zweites Mal machen, deswegen. Ja, wenn wir da Pech haben, dann wird er uns instant in die Lava schubsen und ist vorbei. Nee, das will ich nicht hören. Oder dich, oder? Das will ich nicht hören! Eigentlich müsste ja nur einen von uns beiden in Lava schubsen, das reicht ja. Der andere verschwindet dann ja, oder beziehungsweise wenn du es bist, verschwindet der andere. Kurzbogen Blitz plus 1, so nett. Guck mal, wie feige der auf einmal ist. Komisch. Der ist ja wieder vorgestürmt. Verstehe ich nicht. Hü, halali. Oh, da gibt doch noch was. Dummerweise habe ich nicht mehr, und bei dir hört man die Vöglein singen, Paint. Ich habe nicht mehr viel Haltbarkeit, deswegen nehme ich mir mal ein bisschen Konfetti. Ich höre ja keine Vöglein zwitschern, weil ich Kopfhörer auf habe. Die Bird. Cool, dass die. Ich die dann höre bei dir. So auf. So. Ach ja. Ich hätte lieber mit dem Zauber heilen sollen, aber. Du musst zuerst. Willst du die Quetz nochmal anschauen? Ja, ich lasse ihn einfach. Meinst du? Ja, nee. Ja, wie du meinst. Das kann ja. Achso, oder doch. Ah! Hättest du mich mal vorgewarnt. Ja, ne? Ich habe nicht mal gesehen, was passiert ist, Leute. Und ich glaube, es ist besser so, dass ich es nicht gesehen habe. Oh Gott. Ich glaube, er ist einfach strack in die Lava gerannt. Ja, strack. Weißt du, genau. So rechts, ja. Rechts rum, ja, genau. Um da hinten in die Feiglingsecke zu gehen. Genau. Und dann den kleinen Mini-Pool da, wo er mich schon öfter mal reingeschubst hat, der Penner. Oh Gott, ey. Dann geh zum letzten Leuchtfeuer, zum Idol. Und dann beschwör mich da nochmal. Oh Mann, ey, was war das? Ja, das war eine klasse Aktion vom guten Paint, Leute. Strafe muss sein. Hat er klasse gemacht. Und der Part ist eigentlich schon, glaube ich, fast wieder vorbei. Ist mir egal, wir probieren ihn jetzt noch. Oh Mann, ey, was war das? Nee, der hat noch 2 Minuten, der Part. Mach hin, beschwör mich und dann kriegen wir da noch hin. Ja, ich spiele jetzt beim Idol, da bin ich ja gerade wieder rausgekommen. Da, wo wir jetzt gerade zuletzt waren. Ja. Aber da liegt mein Zeichen. Da liegt nichts. Da noch nichts. Renn mal die Treppe hoch, oder? Also die wirkliche Treppe, nicht Treppe, die Leiter. Die Treppe bin ich gerade hochgelaufen, das hat nichts gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leiter eventuell. Dann lege ich es unten. Man hört ja immer so dieses kleine Swoosh. Hallo? Das ist das Feuer. Nee, hier liegt noch nix. Unten habe ich es nochmal gelegt. Ganz unten? Da bei den zwei? Ochsenköpfen oder. Ja. Ja, einfach die Leiter runter. Nee, da liegt noch nichts. Weil, wenn die Leiter der Trigger ist, dann wird das da unten dann liegen. Lass mal liegen. Im Grunde funktioniert der Koop echt gut gegenüber dem ersten Teil. Also. Ja, das ist auf alle Fälle weitaus besser. Nee, da ist nichts. Aber wenn ich hier die Ausdauer betrachte, wie schnell die sich auflädt, ne? In Sword and Sanctuary ist das fast instant. Ja, da geht's echt. Da musst du fast überhaupt nicht warten, bis die Ausdauer wieder da ist. Ja. Total blöd. Nope. Hallo. Gib mich Zeichen, Drexo. Bist du menschlich? Nein, du bist nicht menschlich. Oh ja, stimmt, ich bin nicht menschlich. Hm. Ist dir das nicht vorhin auch passiert? Da liegt kein Zeichen. Jetzt sind wir beide so doof gewesen. Ja, genau. Deswegen darfst du nicht sterben, Penny. Oh, niemals. Ja, niemals super. Ever. Wer konnte denn ahnen, dass da noch so ein fucking Lava-Loch ist? Das hat mich voll genatzt.
Ich hab's verdient, ich geb's zu. Ich hab's verdient. Auch schon dreimal reingefallen bin, aber ich bin nicht reingelaufen, sondern ich bin reingeschmissen worden von dem Penner. Hast du mich gerade beschwört? Ja. Nee, ich bin straight reingelatscht. Weil ich wollte tatsächlich in die Verpisserecke, weil die halt echt günstig ist. Nein, ist sie eigentlich gar nicht, denn wenn er den Strahl macht und der zielt auf dich, dann bist du tot, weil dann fliegst du in die Lava. Deswegen bist du ja vorhin so glorreich. Deswegen, die wirkt toll, aber im Grunde ist die ganz schön Arsch. Aber du bist ja vorhin so elegant, uah. Wie ihn immer vergisst, ne? Du bist ja vorhin so elegant die ganze Zeit von rumgestiefelt, deswegen. Deswegen hat das wahrscheinlich auch so gut funktioniert, schätze ich mal. Ja. Weil ich ihm halt versuche auszuweichen. Yeah. Und nicht mehr versuche, so feige zu sein. Obwohl manchmal schon noch. Als ich mit Probe gespielt habe, schon, weil das war morgens um. Ja, oh, genau. Mein Gott. Ungodly Hour hoch 15, weißt du? Ja, kann nicht schlimmer als 5 Uhr morgens sein. Das hast du. So. Kann schlimmer als 5 Uhr morgens sein, wenn du so drei im Bett warst. Warum kommt der hier raus? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Jetzt fliege ich nochmal. Oh, ich war fast im Sitsch drin. Im Sitsch? Ja, jetzt steht er nämlich falsch. Er steht zu weit links. Eben war er mehr rechts. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist... Aber er hat es abgehauen, sehr gut. Er kommt jetzt rechts raus, glaube ich. Hoffe ich. Bitte. Hallo, Hässlund. Ja, jetzt steht er wieder richtig. Jetzt steht er wieder richtig. Oh. Oh nein, er hat mich nochmal schlagen. Und Ben ist schon wieder tot. Ja. Die Sau hat mich in die Lava geboxt, ey. Hab ich doch gesagt, wie oft ich da schon reingeboxt wurde von dem Penner. Deswegen muss man ausweichen, wenn er den macht. Ist doch nicht wahr, ey. Ist doch nicht wahr. Ich leg mein Zeichen wieder. Okay. Ey, aber ich glaube, den Boss liegen wir dann, glaube ich, bei dir in der Folge, würde ich sagen. Oder? Wegen mir? Oder? Doch, ja. Okay. So, dann machen wir nochmal einen Boss, Leute. Läuft. Ja, ist gut. Da würde man sagen, bis dann. Sieht gut aus. Bis denn. Tschüss.